10 Jahre Myability. Was bisher geschah? 2014. Myability wird gegründet, das Wirtschaftsforum etabliert und die ersten Unternehmen werden beraten. Sandra Edelmann, Mitgründerin Myability. Ich erinnere mich noch ganz genau, als der Michi und ich die Ashoka-Partnerschaft bei Accenture betreut haben und der Michi gemeint hat, da gibt es einen neuen Feller, den Gregor, den musst du kennenlernen. Ein paar Wochen später waren der Gregor und ich in den holzvertäfelten Seelen der Bank Austria und haben das erste Unternehmen gewonnen, das mit uns auf völlig neue Art und Weise aus der Wirtschaft heraus die Gesellschaft barrierefreier gestalten wollte. Robert Sadraziel, UniCredit Bank Austria. Myability unterstützen Sie seit 10 Jahren mit sehr, sehr viel Expertise und heute gilt die UniCredit Bank Austria europaweit als Vorreiter bei Inklusion und Barrierefreiheit. Und auf diesen gemeinsamen Erfolg bin ich sehr, sehr stolz. Bundesminister Johannes Rauch. 10 Jahre, in denen Sie als Unternehmen nicht nur gewachsen sind, sondern auch eine wichtige Rolle in der Förderung von Inklusion und Barrierefreiheit in unserer Gesellschaft und insbesondere in der Welt der Unternehmen eingenommen haben. 2016. Das Talentprogramm und die ersten Sensing Journeys starten. Christian Bugel, Takeda. Über die Zeit hat es sich wirklich zu einem Talenteschmiede für Takeda entwickelt. Eine echte Win-Win-Situation für die Menschen und uns als Unternehmen. 2016. Der erste Disability Confidence Day findet statt. Wolfgang Kovac, Myability. Ich erinnere mich noch sehr gut an den ersten Disability Confidence Day, als wir spät in der Nacht noch Sitzpläne geändert, Etiketten ausgedruckt haben. Wir wussten nicht, wie das wird. Und am Ende waren über 200 Menschen dort und die Stimmung war super. Und das ist dann ein Auftakt geworden zum Disability Confidence Day, wie wir ihn heute kennen. 2019. Myability zieht weiter in den Dachraum. Hallo Deutschland, hallo Schweiz. 3 Jahre später der Launch der Jobbörse in der Schweiz. Gemeinsam mit EnableMe. Michelle Kolb. EnableMe. An diesem Tag dürfen wir eine inklusive und barrierefreie Jobplattform für Menschen mit Behinderungen in der Schweiz live schalten. Die Zusammenarbeit mit EnableMe und Myability zeigt, dass Inklusion keine Grenzen kennt. 2023. Wir sind eines der ersten Verified Social Enterprises in Österreich. Georg Schön, Ashoka. Ihr habt wirklich alles, was ein herausragendes Sozialunternehmen verkörpert. Damit schafft ihr nicht nur Teilhabe in Österreich, sondern seid auch Pionierinnen einer neuen Form des Wirtschaftens. Deswegen seid ihr als eine der ersten in Österreich mit dem Social Enterprise Label ausgezeichnet worden. 2024. Myability erhält den Diversity Accelerator Award. Eine von zahlreichen Auszeichnungen für unsere Arbeit. Und jetzt? Martin Graf, Energie Steiermark. Liebes Myability-Team, herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum. Energie Steiermark ist gerne Partner von Myability im Bereich Inklusion. Für uns als Unternehmen ist es ein ganz ein wesentliches Thema. Ich wünsche euch für die nächste Zeit alles Gute und weiterhin viel Energie im Sinne der Inklusion. Barbara Riedlein, PwC. Liebes Myability-Team, ich wünsche euch im Namen von PwC von Herzen alles Gute zum 10. Geburtstag. Antje Numigkeit, Siemens. Liebes Myability-Team, ich wünsche euch alles, alles Gute zum 10-Jährigen. Macht weiter so. Nicole Steger, IKEA. Liebes Myability-Team, hippipp hurra, 10 Jahre, herzlichen Glückwunsch seitens IKEA und schön, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten auf gemeinsam viele weitere erfolgreiche Jahre. Jason Netos, Takeda. I wish the amazing Myability team a very happy birthday. Bundesminister Martin Kocher. 10 Jahre Myability stehen für ein Jahrzehnt des Einsatzes für eines der bedeutendsten gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit, die Inklusion. Alexandra Tutnowski, Dentsu Health. Ich bin wirklich ein großer Fan von euch und kann nur Danke sagen für die Arbeit, die ihr jeden Tag macht. Und happy, happy birthday. Myability. Wir gestalten eine inklusive Wirtschaft mit euch.